Ein kämpferischer Auftritt zum politischen Aschermittwoch. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz begeistert auch in Bayern seine Anhänger. Im bayerischen Vilshofen bemüht er sich in seiner Partei, den Glauben an einen Sieg bei der Bundestagswahl zu festigen. Wir Sozialdemokraten treten an mit dem Anspruch, die stärkste Partei in diesem Lande zu werden. Der künftige SPD-Chef verteidigt seine Korrekturvorschläge zur Agenda 2010 und positioniert sich gegen nationalistische Bestrebungen in Europa. Wir sind seit mehr als 150 Jahren ein Bollwerk gegen Ausgrenzung, gegen Abschottung, gegen den Ultranationalismus. Darauf sind wir stolz. Wir wissen, wenn Europa stark ist, dann sind wir auch in unseren Ländern und in den Regionen stark. Schulz betont, dass die Sozialdemokraten in der Großen Koalition viel durchgesetzt hätten. Nun sei es aber an der Zeit für einen Wechsel mit der SPD an der Spitze der Regierung.